Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es, wie ihr im Titel schon sehen konntet, um die Studienbeihilfe. Ich erkläre euch, wie ihr sie beantragen könnt, wer Anspruch darauf hat, wie ihr den Anspruch auch nicht verliert, etc. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch kurz anmerken, ich beziehe mich vor allen Dingen auf das Bachelorstudium und natürlich können sich die Informationen, also die genauen Voraussetzungen und Zahlen natürlich jederzeit ändern, aber die genauen Informationen dazu findet ihr auf der Website, die unten in der Infobox verlinkt ist. Beginnen wir einmal mit der Frage, was ist die Studienbeihilfe eigentlich überhaupt? Die Studienbeihilfe ist eine finanzielle Unterstützung vom Staat, auf die bestimmte Personen Anspruch haben, um sich ein Studium finanzieren zu können. Anspruch darauf haben prinzipiell österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sowie gleichgestellte Ausländer und Ausländerinnen und Staatenlose. Dafür müssen sie an einer österreichischen Universität oder Fachhochschule oder ähnlichem eingeschrieben sein. Eine genaue Auflistung von dem, was dazu zählt, verlinke ich euch in der Infobox. Um die Studienbeihilfe dann tatsächlich beziehen zu können, müssen Studierende folgende Kriterien erfüllen. Sie müssen sozial förderungswürdig sein. Das wird anhand des Einkommens und dem Familienstand beurteilt. Sie müssen einen günstigen Studienerfolg nachweisen können. Das bedeutet konkret, genügend ECTS pro Semester bzw. Jahr zu erreichen. Sie müssen sich innerhalb der Mindeststudienzeit plus einem Toleranzsemester befinden. Sie dürfen ihr Studium nicht öfter als zweimal gewechselt haben. Hierbei müsst ihr vor allen Dingen darauf achten, wenn euch euer erstes Studium nicht gefällt und ihr wechseln wollt, dann müsst ihr das innerhalb der ersten zwei Semester machen, da sonst euer Anspruch verloren geht. Und man darf zu Studienbeginn noch nicht über 30 Jahre sein, wobei es da auch wieder verschiedene Ausnahmen gibt. Die Studienbeihilfe tatsächlich beantragen könnt ihr am leichtesten online, wenn ihr die Bürgerkarte oder Handysignatur habt. Da müsst ihr dann einfach ein Formular ausfüllen und alle eure Daten eingeben und einen Einkommensnachweis entweder von euch oder von euren Eltern mitschicken. Wenn der Antrag dann gestellt ist, werden alle eure Daten geprüft und es wird geschaut, ob ihr tatsächlich Anspruch auf Studienbeihilfe habt. Wenn dem so ist, dann wird als nächstes berechnet, wie viel Studienbeihilfe euch pro Monat zusteht und dann bekommt ihr einen Bescheid, entweder per Post oder per elektronischem Postfach und diesen Bescheid am besten gleich schön sauber abheften, weil den braucht ihr noch für die ein oder andere Sache. Die Antragsfrist für das Wintersemester endet immer am 15.12. des Jahres. Das heißt, es ist jetzt schon sehr nah dran, aber noch nicht zu spät. Das heißt, wenn ihr noch rückwirkend die Studienbeihilfe beantragen wollt für dieses Wintersemester, dann erledigt es am besten jetzt direkt. Ich habe euch dafür auch extra den Link in der Infobox verlinkt. Das heißt, da könnt ihr einfach direkt schauen, dass ihr den Antrag stellt. Um den Anspruch jetzt auch nicht mehr zu verlieren, müsst ihr während des Studiums noch ein paar Dinge beachten. Pro Studienjahr müsst ihr eine gewisse Anzahl an ECTS erreichen. Für das Bachelorstudium müsst ihr dafür nach den ersten zwei Semestern 30 ECTS erreicht haben und nach dem sechsten Semester 90 ECTS. Die Anspruchsdauer darf nicht überschritten sein, das heißt, im Bachelorstudium dürft ihr euch im Normalfall nicht in einem höheren Semester befinden als dem siebten. Der erste Studienabschnitt muss innerhalb der zweifach vorgesehenen Zeit plus einem Toleranzsemester absolviert worden sein. Das betrifft in den meisten Fällen die STEOP, die ihr also innerhalb der ersten drei Semester absolviert haben müsst. Und wie vorhin schon angesprochen, dürft ihr das Studium nicht öfter als zweimal und spätestens nach dem zweiten Semester gewechselt haben. All diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ihr den Anspruch nicht verliert und auch keine Studienbeihilfe zurückzahlen müsst. Sollte sich über die Zeit etwas an eurer Situation verändern, zum Beispiel, dass ihr das Studium wechselt oder sich bei eurer familiären Situation etwas verändert hat oder ihr über die Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro pro Jahr kommt, dann habt ihr zwei Wochen Zeit, um diese Veränderung bekannt zu geben. Ansonsten kann es eben auch sein, dass der Anspruch verloren geht und ihr Rückzahlungen leisten müsst. Das war das Wichtigste, was ihr zur Studienbeihilfe wissen müsst. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen oder ihr könnt auch einfach auf der offiziellen Website nachschauen, die ich in der Infobox verlinkt habe. Da habe ich auch meine Informationen her, das heißt, das ist die zuverlässigste Quelle. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß der YouTube-Algorithmus nämlich, dass das Video gut war und er es weiterempfehlen kann. Ansonsten könnt ihr sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!